Japan-Tour. Man gibt es seit 3 Jahren. Das erste Jahr hat es Bayern München gemacht, letztes Jahr Eintracht Frankfurt. Jetzt haben wir das Thema übernommen und da geht es um interkulturellen Brückenschlag. Da geht es um Repräsentanz von Deutschland, von der Bundesliga. Und im Zuge dessen spielt man natürlich auch Freundschaftsspiele. Wir haben ein wahnsinnig starkes interkulturelles, sportliches, aber auch wirtschaftliches Programm. Ich glaube, wir haben pro Tag haben wir zwischen 5 und 8 eigene Events, die wir machen mit Partnern zusammen, eigenständig mit der Fußballschule, mit dem Sport. Also da ist die ganze Zeit extrem viel los. Da freuen wir uns drauf, sodass wir am Ende hier einen ordentlichen Footprint was hinterlassen, dass sich das Ganze gelohnt hat für die Bundesliga, aber vor allem natürlich auch am Ende für den VfB Stuttgart. Konnichiwa. Ich bin zurück in meine zweite Heimat. Ich habe 6,5 Jahre hier gelebt, 3,5 Jahre als Spieler, dann später 3 Jahre als Trainer. Es ist sehr schön, viele, viele Leute, viel drumherum, ist schon was Besonderes. Morgen ist guter Test. Das bringt uns am Ende, glaube ich, doppelt weiter mit der Hitze. Und wenn du dann nochmal da bist im Kopf, dann hast du davon doppelt so viel wahrscheinlich am Ende. Hier waren Alex Nübel und Ramon Hendricks. Wir waren mit Guido Buchwald, mit Kakao hier. Die Leute sind eine Stunde lang hier Schlange gestanden. Es war wirklich fantastisch, ein tolles Ambiente. Und ja, unsere starke Partnerschaft von Mercedes, die wir zu Hause haben, haben wir hier wunderschön her verlängert in den Store. Fabian, es ist ziemlich warm. Du hast dir gerade die Stirn abgewischt, weil wir hier gerade im Porsche Carrera sitzen, Cabrio, vor einem tollen Tempel hier in Kyoto. Wir hatten hier mit vielen, vielen Fans ein tolles Event gerade. Ganz, ganz bedeutend. Wir wissen, dass das Spiel jetzt schon mehrfach ausgetragen wurde. Das Spiel steht frei unter dem Motto Friede und vor allem hat dieses Wort Friede, glaube ich, hier in dieser Stadt nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wir sind auch sehr berührt über die Art und Weise, wie die Stadt das tragische Schicksal aufgearbeitet hat. Mit wie viel positiver Energie, wie hier von Tag 1 im ganzen Land, aber natürlich auch hier in Hiroshima in der Stadt aufgenommen wurden. Das hat uns bewegt und deswegen sind wir als VfB Stuttgart sehr, sehr stolz, Teil des morgigen Spiels sein zu dürfen. Ja, Rufen, das ist schon hier eine besondere Belastungsprobe. Heute auch bei der Peace and Friendship Night. Wir haben Vollkontakt zu Politik, Wirtschaft. Wir machen ja jeden Tag ein Riesenprogramm und versuchen diese interkulturelle Brücke und die Messages, die wir senden wollen, auch bestmöglich zu bespielen. In einem Testspiel, die Stimmung war durchgehend positiv. Der ganze Trip war positiv. Wir wurden überall mit offenen Armen empfangen, mit sehr positiver Energie. Ich glaube auch, wenn wir jetzt wieder wegfahren vom Stadion, werden die Leute draußen stehen und winken. Nein, das waren wunderbare Erfahrungen, die wir hier sammeln konnten. Die letzten Tage hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Nächsten Sommer plane ich schon meine Japan-Tour.